Es wird gleich intensiver. Okay, also wir starten damit. Genau. Also. Nach unten beugen, mit den Händen nach vorne laufen, innen stützen und mit den Füßen wieder. Ja. Immer bis zum 5 Meter Hütchen und dann locker außen zurück. 5 Meter Hütchen? Ja, erstes Hütchen. Das sind 5 Meter. Genau, versucht die Beine so gestreckt wie möglich zu lassen. Genau, außen zurück. Ist ja nur ein Vorschlag von mir. Ja, ja. Ich spreche ihn aus. So würde ich es machen. Schön in der Halle. 50 Leute da oben sitzen. Ja. Hallo! Beim Aufwärmen guckt uns eh kein Acht zu. Nee, oh du, Steffi, das organisiere ich. Ferse nach vorne stellen, Beine gestreckt, unten einmal durchziehen. Immer mit gestreckten Beinen vorne blockieren. Als mit den Fingerspitzen einmal durch das Gras fahren. Ja, klar. Stell dir vor, das Gras wäre länger. Ja. Ja. Ich arbeite dran. Vorne gestreckt lassen. In die Seite drehen, die vorne steht. Und mit dem direkten Wechsel dann mit den Beinen. Los. Die Gegenhand blockiert, dann kommt er noch ein bisschen weiter in die Drehung. Ruhig hinterher schauen und in die Seite noch mit ausatmen. Mal nach unten mit dem Ellbogen tief gehen, einmal aufdrehen, andere Seite. Immer die Innenhand, der Innenarm geht tief runter und dann nach oben. Warte. Und dann so. Ja. Kannst du es auch anders machen, aber ist deutlich instabiler. Voll in eine Distel gefasst. Extra für dich da hingelegt. Ja. Warte, auf geht gleich das Thema. Ich komme nicht hin. Wenn du hier Platz hast, dann ist das schön. Ja? Deckel, Beinschwimme. Vorne Fußspitzen berührt. Gleiche in die Seite, einmal richtig schön das gestreckte Bein nach oben. Aber die ist ja nicht so groß, gerade dann passt das genau. Sonst wird er dadurch dezimiert, gegenseitig wegkriegen. Kopf laufen und nach oben springen. Boah. Aber nur bist du da? Also so zwei, drei Sprünge. Wenn ihr jetzt nur mit einem Bein abgesprungen seid, dann nochmal mit dem anderen zweite Bein. Mal ruhig so einen kleinen Wurf antäuschen. Jawohl. Bis zur zweiten Hütchenreihe Sprungläufe. Also immer nach vorne springen. Einen Fuß zum anderen. Sehr gut. Aber locker zurück. Nach vorne. Einer ist immer abwechselnd dran. Entweder drückt oder gibt einen kleinen Check.
mit der Schulter. Okay? Ja, also quasi immer zwei. Am besten leicht versetzt, dass ich dann jetzt hier nicht zu viert nebeneinander oder zu sechs nebeneinander laufe. Ja, immer abwechseln, ja, hochspringen und Impuls geben. Ja, hoch. Genau, Lando, dann abwechseln. Abwechseln, dann auf den Gold drauf. Genau. Ja, wichtig ist aber erstmal sauber landen. Warst du nicht da mit dem einen Mal? Schon mal ruhig nochmal eine Bahn. Ja, das will ich nochmal machen. Entweder gibt wirklich mit den Händen den Check oder die geht halt wirklich mit dem Körper rein. Dann so einen kleinen Zweikampf. Oh, genau das. Das meinte ich, das ist scheiße. Okay, okay. Nee. Sauber landen. Ja, wir standen sicher. Ja, wie im Spiel. Genau. Ähnlich wie eben nochmal, nur dass wir quasi jetzt aus der Startposition maximal hochspringen, landet und werdet dann nochmal attackiert. Nach dem Landen nochmal richtig Attacke draufgeben. Da könnt ihr aber auch drücken und ziehen. Das könnt ihr entscheiden. Genau, und stabil bleiben. Kurz vorm Landen. Jawohl. Genau, und schön aus dem Gleichgewicht rausziehen. Ich bin kein Kuscheltier. Komm, komm, komm. Mal richtig Hand anlegen. Ja! Jawohl.